Ja, im heutigen Kreispokal-Halbfinale trafen SV Blau-Weiß 90 Graz, der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga Ostuckermark, auf den Tabellenletzten der Landesklasse Nord, den Heinersdorfer SV. Es sollte ein windiges Spiel werden, welches durch wenige Torchancen und viele Stockfehler sich auszeichnete. Beide Mannschaften mit langen Bällen in die Spitze und Achterberg mit dem ersten guten Pass auf Knapp, der leider links am Tor vorbeizielt. Und auch in der Folgezeit blieb Graz weiterhin spielbestimmt, allerdings ohne zwingende Chancen zu kreieren, wie hier gesehen durch Jan Lesner. Der Heinersdorfer SV in der ersten Halbzeit gar nicht in Erscheinung getreten. In der zweiten Halbzeit bemühte man sich etwas mehr, tat sich aber dennoch schwer mit dem Kreieren von Torchancen. Hier sehen wir zwei Fernschüsse des Tabellenletzten der Landesklasse Nord, die allerdings keine Probleme für das Grazer Tor darstellten. Jetzt mal Leonhard mit einem Freistoß, den Patrick Kizzo im Tor der Grazer wunderbar parierte. Hier sehen wir eigentlich das Foul im Strafraum, allerdings verlegte der Schiedsrichter das Ort des Geschehens außerhalb. Dragan Thörn mit dem Freistoß und das 1:0 für Blau-Weiß Graz. Die Freude natürlich riesengroß. Schauen wir uns das nochmal in der Zeitlupe an. Torwart mit dem Schritt in die falsche Ecke und dann auf dem falschen Fuß erwischt und es klingelt. Leider ist der Ausgleich der Heinersdorfer durch Leonhard nicht aufgezeichnet worden durch die schlechte Wetterlage. Es hagelte, stürmte und schneite sogar an der Oder. Und bis zur 120. Minute tat sich nichts mehr in diesem wenig hochklassigen, aber dennoch immer spannenden Spiel. Kommen wir also direkt zum Elfmeterschießen. Immeling legte sich den Ball für den ersten Elfmeter hin und verwandelte sicher. Aber auch die Heinersdorfer bewiesen sich als sichere Elfmeterschützen. Hier war Patrick Kizzo knapp dran. Er ärgert sich zu Recht. Dragan Thörmer ganz sicher. Wenn man so will, mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag. Er bot eine ansprechende Leistung als Libero. Und hier hält Kizzo den vierten Elfmeter der Heinersdorfer. Und der etatmäßige Elfmeterschütze Patrick Böst trat an, aber hatte seine Nerven nicht im Griff. Und weniger der Torwart als Patrick selber verschuldete diesen Fehlschuss. Heinersdorf weiterhin ganz sicher, bis auf den vierten Elfmeter, aber dieser ganz sicher in den Winkel. André Sengebusch. Dran, aber leider doch ein wenig zu hoch geschossen. Und jetzt Jan Lesner mit dem entscheidenden Fehlschuss. Glückwunsch an den HSV.